Wunderschönen guten Tag. Nach über 4 Jahren ist die Pandemie immer noch da und dieses Mal hat es mich erwischt. Ich bin positiv und deshalb will ich jetzt ein kleines Video hinterlassen für FB. In FB haben wir damit begonnen, ja, Modelle zu entwickeln, Modelle aus der Physik, aus der Bewegungslehre, und ein Modell, das wir durchgerechnet haben, das ist das Modell des Dragsters, gell, und seiner Beschleunigung auf der Viertelmeile. Gell. Und ja, dafür haben wir die Physik hergeleitet, die Differenzengleichungen, also nicht Differentialgleichungen oder fächtige Formeln, nein, Differenzengleichungen, die so Schritt für Schritt kleine Schritte machen und wo man dann auch in der numerischen Mathematik eine Annäherung dieser Bewegung berechnen kann. Ja, wie kann man das rechnen? Wir haben es in der letzten Stunde auf Blatt gemacht und haben gesehen, ja, das ist eher umständlich, gell? Also da muss man dann viele Schritte machen, und wenn man dann trotzdem fertig werden will, dann macht man große Schritte und die sind dann nicht so genau, gell? Und jetzt schauen wir, ja, wie kann man denn Rechnungen machen und Simulationen durchführen, die uns der Rechner abnimmt. Und da haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Also erste Möglichkeit, wir schreiben ein Programm dafür. Zweite Möglichkeit, wir verwenden die Tabellenkalkulation. Und die Tabellenkalkulation ist ein gutes Hilfsmittel, um Berechnungen zu machen, die sich wiederholen. Gell? Ja, was kann man mit Tabellenkalkulationen machen? Gell? Also jemand sagt, er geht Tabellen zeichnen. Gell? Also ich glaube, das ist nicht unbedingt Sinn und Zweck der Tabellenkalkulation, oder zumindest nicht der ursprüngliche Sinn. Mit der Tabellenkalkulation kann man Berechnungen machen, die sich auch wiederholen. Und kann dann dazu Diagramme zeichnen und das alles dann ein bisschen weiterentwickeln. Also man kann Dinge machen, die auf dem Blatt Papier oder aber mit einem Taschenrechner sehr umständlich sind. Gell? Und ja, jetzt schauen wir mal. Es gibt Tabellenkalkulationen schon lange, gell? Und da wird 1979 als Datum für dieses VisiCalc hier genannt, gell? Also das war, bevor es MS-DOS gegeben hat, gell? Und dann haben sich dann verschiedene Tabellenkalkulationen entwickelt, gell? Also heute ist das Microsoft Excel die Tabellenkalkulation, die am populärsten ist, gell? Aber es gibt auch andere Tabellenkalkulationen, zum Beispiel das OpenOffice Calc, das jetzt im Apache-Projekt ist, gell? Oder LibreOffice Calc, gell? Das sind Tabellenkalkulationen, mit denen man recht gut arbeiten kann. Ja, und dann gibt es Tabellenkalkulationen zum Beispiel von Google in der Cloud, gell? Oder Numerik, gell? Und, gell? Also es gibt alles Mögliche hier. Mhm. So, ja, wie schaut das aus? Gell? Also wenn wir jetzt mit LibreOffice ein neues Projekt eröffnen, dann schaut das so aus. Gell? Und das ist ein Tabellenblatt, das wir hier sehen. Wir können Tabellenblätter hinzufügen, gell? Aber für unsere Simulationen reicht eines meistens aus. Gell? So, und was machen wir? Also wir gehen jetzt mal irgendwo Spalten verwenden, die sich mit der Zeit verändern. Gell? Und der Dragster hat ein paar Dinge. Er hat die Zeit in Sekunden. Er hat irgendwo sowas wie die Geschwindigkeit, gell? In Meter durch Sekunden. So, und dann einen zurückgelegten Weg in Meter. Gell? Und wenn die halbe Meile vollendet ist, gell, dann sind wir am Ziel. Mhm. Ja, dann schauen wir mal, gell, also irgendjemand sagt, wir starten bei einem bestimmten D0, gell, dort haben wir ein bestimmtes V0,
Und dort sind wir bei S0, gell? So, und das wollen wir jetzt mal da hinschreiben. Also, so, die Zeit startet bei 0 Sekunden. Geschwindigkeit, wir starten aus dem Stand und wir starten bei 0, gell? Ja, dann wollen wir das ja tiefer setzen hier. Und so. So, dann brauchen wir ein Delta T. Delta T ist gleich, gell? Aber das gefällt uns dann nicht, dieses Delta so ausgeschrieben, gell? Also machen wir ein, ja, holen wir uns ein Sonderzeichen einfügen. Sonderzeichen. Und hier oben suchen wir nach Delta. Und hier haben wir es schon, gell? So, Also, einfügen. Jetzt haben wir zwei. Eines reicht. So, ist gleich. So, in der Schule haben wir mit Sekunden gerechnet, gell, weil wir händisch das berechnet haben. Und das war ein bisschen grob, gell, da haben wir schon diskutiert, wie gut das Ergebnis ist. Hier wollen wir mal mit 0,1 Sekunden rechnen, gell? So, und dann haben wir eine konstante Beschleunigung verwendet, gell, die war 10. Und jetzt schauen wir. Also hier muss die Zeit zum Zeitpunkt 0, also beim Start hinein, gell? Und das haben wir von dort drüben geholt, gell? Ja, und ja, wie bekommen wir das hier hinüber, gell? Wir verwenden eine Formel, gell? Und sagen, hier kommt das her, gell? Das ist gleich E2. So. So. Und darunter, gell, ist gleich das darüber plus Delta T. So, Enter. So, und wenn wir das jetzt nach unten ziehen, dann schauen wir, was passiert. Und uiuiuiui, das ist nicht richtig, gell? Also nach 0,1 müsste 0,2 kommen. Warum? Das Problem ist hier. Also, dieses E5, das ist ein relativer Bezug. Und das mögen wir nicht, gell? Also wir mögen hier einen absoluten Bezug, gell? So. Und so, weil, also. Okay. Und wenn wir es jetzt nach unten ziehen, gell, dann funktioniert es, gell? Also absoluter Bezug in dieser Schreibweise, gell, mit dem Dollarzeichen voraus, gell? Und ja, wenn wir da schauen, gell, das ja, geht dann immer so weiter, gell? Also das erste ist immer das darüber plus ja, E5 als absoluter Bezug, gell? Also die Zeit darüber ist ein relativer Bezug. Das Delta T ist ein absoluter Bezug, gell? Weil wenn wir nach unten ziehen, gell, dann nimmt er immer das darüber und vom Delta T nimmt er immer das dort draußen, gell? So, das nächste, die Geschwindigkeit ist gleich. Also am Anfang diese da. Gell? So, und die Strecke ist gleich am Anfang diese. Und ja, und jetzt kommt die Formel. Gell? Und zwar, die Geschwindigkeit ist gleich die Geschwindigkeit darüber plus Delta V. Und Delta V haben wir festgestellt, ist a mal Delta T, gell? So, was ist denn a? A ist hier, gell? So, absoluter Bezug mal Delta T, das, absoluter Bezug, Enter. So, und hinunter damit, gell? So, Strecke ist gleich das darüber, also wo wir schon waren, die Strecke zum Zeitpunkt vorher, plus die Geschwindigkeit mal Delta T. Wo ist die Geschwindigkeit? Also wir haben letztes Mal gesagt, wir können das links nehmen oder links darüber, gell? Nehmen wir links, haben wir genommen, gell? Das links ist relativ mal Delta T ist das hier und das ist ein absoluter Bezug, gell? So. So, hinunter damit.
Und ja, wie schaut denn das aus? Gut schaut es aus, gell? Also nach 0,8 Sekunden sind wir noch nicht sehr weit, gell? Und jetzt sehen wir das einmal weiter, weiter, weiter. Gell? So. Okay. Also wir sehen da nach ja, 9,8 Sekunden sind wir bei 485, nach noch 2,10 Sekunden sind wir bei 500 Meter. Das ist jetzt schon über eine Viertelmeile, gell? So, was macht man jetzt? Jetzt könnten wir ein Diagramm machen, gell? Also wir klicken auf Diagramm, gell? Und nehmen XY-Diagramm, Linien. Ja, weiter. Jetzt können wir hier was reinschreiben, gell? Und Spalte B. Spalte C. Zufügen. Also, machen wir Abbruch. Wir markieren diese ersten drei Spalten. Und nochmal, gell? So, Diagramm XY, damit er eine Funktion in Abhängigkeit von D erstellt, gell? Und hier sehen wir schon V und S. Und weiter, weiter. Hier könnt man was reinschreiben, hier auch Titel und so weiter fertigstellen, gell? Jo, also, damit haben wir jetzt das Diagramm, gell? Ja, schön, gell? Was können wir jetzt noch machen? Also, wir könnten jetzt hier diese Berechnung verändern. Und zwar, hier wollen wir die 400 Meter haben, gell? Also 400 Meter, also ungefähr Viertelmeile, gell? Also wie machen wir das? Da machen wir jetzt ein Daten und hier finden wir oder extra Zielwertsuche, gell? So, schauen wir mal, ob wir sie finden, die Zielwertsuche. Also nochmal. Hier, genau. Also extra Zielwertsuche. So, und hier an der Stelle wollen wir den Wert 400 machen. Geil. So, und welche Variable soll sich ändern? Das Delta D, das ist das E5. Geil. Okay. So, soll er es machen? Jawohl. Und fertig, gell? Jetzt hat er das Delta D so angepasst, dass wir hier am Ende bei 400 Meter sind, gell? Und hier sehen wir, aha, wenn wir, ja, wenn wir hier sind, also es ist nicht 0,01, gell, sondern es ist hier, ja, 0,1 ungefähr, gell? Und hier sind wir bei 8,9 Sekunden, gell? Schauen wir da nochmal, gell? Also 0,09 ungefähr, gell? Damit kommen wir hier nach, ja, nach 100 Zeilen zum Ziel, gell? Ja, schön, gell? So, so weit, so gut, so können wir mit der Tabellenkalkulation so eine Rechnung in, ja, in sehr kurzer Zeit dann auch machen. Und dann auch ein Diagramm darstellen, wie die Funktion ist. Und da sehen wir, die Geschwindigkeit steigt konstant und die Strecke steigt so mit einer Parabel, gell? Und das ist das, was wir uns aus Physik erste Klasse erinnern, gell? Jo, das ja, wollen wir machen, gell? Mit einer Tabellenkalkulation, gell? Und ja, statt mit Papier und Bleistift und Radiergummi und Taschenrechner zu arbeiten, wollen wir das mit der Tabellenkalkulation machen, gell? Jo, gute Arbeit.